Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat und zu Teil 3 der Aufbauserie um das Ghostbusters Feuerhauptquartier, also Feuerwehrhauptquartier. Und ihr seht, ich bin schon ziemlich weit gekommen. Erdgeschoss fertig, erster Stock so gut wie fertig und wir sind am zweiten Stock schon dran. So sieht hier die Seitenfront aus, richtig coole Optik. Dann hier unser vorderer Eingangsbereich mit den großen Toren, den Lampen, hier dem Schriftzug. Und natürlich dann der ganzen Front. Und besonders interessant ist dann diese Ansicht, denn ja, so weit sind wir bisher gekommen. Ich nehme mal hier oben den zweiten Stock ab, denn da sind wir noch nicht ganz mit fertig geworden. Aber ihr seht schon, der kurze Überblick. Ja, wir sind ziemlich weit. Hier innen drin ist schon alles soweit fertig. Das ganze Interieur ist schon da. Hier fehlt noch ein bisschen was an Aufbauten. Eine Querverstrebung kommt noch rein mit den Lampen. Und wir schauen der Vollständigkeit halber auch nochmal hier ins Gebäude rein, denn man kann es ja aufklappen, das kleine Ghostbusters Puppenhaus. Und da sieht es dann eben so aus hier. Im Erdgeschoss haben wir auch schon die ganze Einrichtung drinstehen. Hier ist das Treppenhaus, oh, da fehlt dann eben noch hier im ersten Stock das weitere Treppenhaus, das wird später noch gebaut. Wir haben hier unsere Küche bereits gebaut mit dem ganzen Interieur und da hinten dann das Schlafzimmer der Ghostbusters und noch einmal das Badezimmer. Sehr schöne Sache. Macht echt riesigen Spaß, Freunde. Und heute beenden wir die ganze Chose hier, denn es sind nur noch, in Anführungszeichen, rund 51 Seiten hier in der dicken Bauanleitung drin. Und ja, die Steineanzahl, sie hat sich jetzt doch schon merklich reduziert. Wenn man hier mal drüber schaut, da ist in den ganzen Töpfchen nicht mehr so viel drin, wie das am Anfang der Fall war. Also man merkt schon, wir kommen hier langsam Richtung Endspurt. Und genau das ziehen wir dann hier auch durch. Also in diesem Video werden wir fertig mit dem Feuerwehrhauptquartier der Ghostbusters. Und ja, dann lege ich doch direkt mal los. Und zwar auf Seite 138 mit Bauschritt 431. Also hier hat man echt langen Bauspaß mit. Irgendetwas tut sich hier. Entweder habe ich hier voranschreitende Brick-Blindheit oder ich habe ein paar Fehlteile. Ich kann es noch nicht genau sagen, denn es ist ja immer noch genug übrig. Und ihr seht schon, das Ding ist jetzt in die Höhe gewachsen. Und wir werfen mal einen Blick drauf. Schaut es euch an. So sieht jetzt hier die Front aus. Hier habe ich also diesen ganzen Bereich hier oben jetzt noch verbaut. Und das ist sehr schön gemacht mit diesen Verzierungen. Und ihr seht schon, da sitzt immer so eine 1x1er Rundfliese, Quatsch, eine 1x1er Rundsteinchen oben dran. Sitzt hier, hier. Und wenn wir hier weiter rund gehen, haben wir das hier nochmal als Abschluss. Und da hinten. Und auf der Rückseite mal wieder nicht. Und hier, ja, eben nicht. Denn ich finde die nicht mehr. Also mir fehlen hier zwei von diesen kleinen grauen 1x1er in rund. Konnte ich jetzt hier nicht mehr finden. Außerdem habe ich noch ein kleines Problemchen, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Hier bei der Verzierung, ihr seht, hier habe ich eine kleine Lücke drin. Also bei der Verfliesung hier von der Querstrebe. Da hinten geht sie bis ganz fast zum, obwohl das könnte schon stimmen, da geht sie bis fast ganz zum Rand rüber. Aber ich war mir nicht ganz sicher, nee, hier passt eigentlich nichts Größeres mehr rein. Ich glaube, das ist so richtig, aber mir ist noch was anderes aufgefallen, denn ich habe hier unten die Querverstrebung ganz vergessen zu verfliesen. Das habe ich eben noch gemacht. Ja, und da habe ich aber auch nur noch hier eine 1x2er gefunden und da geht, glaube ich, so eine 1x3er Fliese rein, die ich hier auch nicht finden konnte im Moment. Also, je weniger Teile es werden, desto schwieriger wird es für mich, hier irgendwie die passenden rauszusuchen. Vielleicht fehlen sie, vielleicht gucke ich aber auch nur irgendwie schon quer um die Ecke und sehe es nicht mehr richtig. Das werden wir ganz zum Schluss rausfinden. Auf jeden Fall ist das hier jetzt schon ein imposantes Gebäude. Das hier ist die hässliche Seite. Die muss man echt an die Wand stellen. Aber ansonsten, meine Güte, schön, schön, schön. Richtig schönes Set. Und ja, allzu viel gibt es jetzt hier nicht zu erzählen. Ich habe ja hier innen drin einfach nochmal ein bisschen die Wände hochgebaut. Hier oben die Verstrebung mit den Lampen reingezogen. Und ja, das zieht sich. Da ist man schon ja, eine gute Stunde mit beschäftigt. Und vor allem, ja, hier die Front. Ach Gott, ich muss es euch nochmal so aus der Perspektive zeigen. Sieht es nicht toll aus. Also echt, echt schönes Ding. Und ich denke, als nächstes kommt dann hier,
ja, hier noch ein Raum hin oder sogar zwei oder einer, wahrscheinlich nur ein Raum. Ja, hier ist ja das Badezimmer im ersten Stock, da kommt hier im zweiten Stock noch ein Räumchen hin und ganz zum Schluss wird, glaube ich, hier der Treppenhausbereich noch gebaut. Also, weiter geht's. Heieieiei, Leute, also das da, darf ich eigentlich gar keinem erzählen, was mir gerade passiert ist. Ich habe hier den Abschnitt gebaut, ja, hier dieses extra Räumchen, ich zeige es euch gleich, und habe gedacht, Mike, jetzt hat dich hier echt dein Glück verlassen. Ich habe lauter Fehlteile gehabt, also Fehlteile über Fehlteile, habe mich hier dumm und dämlich gesucht und irgendwie ja so fast gar nichts mehr gefunden, was ich gebraucht habe, und habe schon völlig verzweifelt in meinen Ersatzteilkistchen rumgekramt und dachte nur, darf nicht wahr sein. Jetzt lief alles hier so gut und jetzt lauter Fehlteile gibt's doch nicht. Und ja, im Endeffekt habe ich dann gemerkt, dass ich im falschen Bauabschnitt war. Oh Mann. Ich hatte ja vorhin gemerkt, dass mir einmal hier so ein Fehler passiert ist, dass ich diese. Moment, ich drehe es mal eben um. Oh, das Ding ist schwer. Ich sag's euch. Das Ding ist echt schon ein schwerer Brocken. So, geschafft, dass ich hier diese Verkleidung vergessen habe, hier bei diesem unteren Träger. Und dafür bin ich dann hier auch in der Anleitung ein bisschen zurückgeblättert und habe dann einfach am nächsten Bauabschnitt weitergemacht und nicht gemerkt, dass ich hier im völlig, aber mal völlig falschen Film war. Und habe dann eine Viertelstunde hier fast einen Kollaps gekriegt und habe mich schon richtig geärgert. Ja, bis ich das gemerkt habe, war mein Fehler. Alles gut. Keine Fehlteile. Meine Güte, erzähl es keinem weiter, aber. Na, irgendwann wird man hier baublind, glaube ich. So, aber jetzt mal zu dem Punkt, den ich hier gebaut habe. Und das ist ja hier dieser kleine Abschnitt. Wir fangen mal hier an. Hier haben wir eigentlich gar nicht viel, was man sehen kann. Hier ist irgendwie ja ein Verbindungsstück. Vielleicht kommt da später noch was rein. Und dann haben wir hier noch ganz niedlich ja einen kleinen Feuerlöscher gebaut. Und der ist mal richtig schön so rot und wie er da hängt mit so ein paar Teilchen. Man erkennt direkt, was gemeint ist. Finde ich mal wieder richtig schön gelöst. Hier nochmal eine Scheibe mit ja leider ordentlichem Kratzerchen drin. Ansonsten gibt es jetzt hier in dem Durchgang nichts. Das hier ist dann eigentlich, glaube ich, später nur ein Durchgang, der dann zum Treppenhaus führt. Und ja, eine Tür haben wir noch, die können wir natürlich hier einmal öffnen. Und dann gelangen wir in ja, das Fotostudio, würde ich mal sagen. So sieht es für mich auf jeden Fall aus, denn wir haben hier einmal einen Fotoapparat, dann hier eine Linse, eine Vergrößerungslinse, die auch hier tatsächlich etwas vergrößert. Ja, dann haben wir hier, soll wahrscheinlich ein Bunsenbrenner oder sowas sein. Auf jeden Fall eine Flamme in so einem Behältnis drin. Dann hier eine kleine transparente Flasche oder sowas. Und hier so ein Ding, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Also das soll hier so liegen. Und ja, genau. Es liegt da eben einfach nur völlig unbefestigt. Und boah, nee, also finde ich nicht gut. Das Ding fliegt dann immer nur quer durch die Gegend. Ja, und den kleinen Tisch hier, den haben wir natürlich auch noch gebaut. Und der steckt hier unten auf solchen Jumperplates dann noch drauf. Und ja, der Boden, ihr seht, der ist ein bisschen gefliest in weiß und in so einem türkisgrün. Alles gut. Und ein paar Aufkleberchen haben wir auch noch hier dran gemacht. Einmal das hier, einmal das hier und einmal das hier. Und wenn mich nicht alles täuscht, Freunde, das ist doch wieder eine Anspielung an Ghostbusters 2. Das hier ist doch der gute Vigo der Karpate. Ich glaube zumindest mal. Obwohl, haben die von dem Fotos gemacht? Keine Ahnung. Und dann haben wir hier nochmal, ja, hier kann man sehen, die Fensterchen. Und da kann ich hier meine Finger durchstecken, denn ich habe hier die Scheiben nicht mehr gefunden. Mir fehlen hier drei Scheiben. Ich glaube aber, die waren irgendwo dabei. Dummerweise. Die sind mir irgendwo hier reingeraten, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie fehlen, aber kleine transparente Scheiben, ich habe sie eben nicht gefunden. Wenn die später noch hier auftauchen, dann werde ich die auf jeden Fall aufbauen, reinbauen. So, das Ding lege ich hier mal dazwischen, denn ich klappe einmal zu und wir sehen dann auch, ne, da hakt es ein bisschen. So, jetzt haben wir es und wir sehen dann auch, wie die Seite hier aussieht. Ziemlich fertig und der nächste Abschnitt wird dann eben hier das Treppenhaus jetzt aber wirklich sein, das wir da reinbauen.
Und dann ja, kommt natürlich noch das Dach später dazu und eine Laterne und Verzierungen und die ganzen Gespenster hier draußen. Also es gibt schon noch einiges zu tun, aber wir nähern uns doch deutlich dem Ende, denn wir sind hier schon auf Seite 161 von 189. Also ja, Leute, ein sehr schöner Bau, der geht jetzt in den Endspurt. Ach so, und eine Sache noch. Ihr wisst hier, die beiden Nupsis hier, die mir gefehlt haben, die habe ich wirklich nicht mehr gefunden. Die habe ich aus der Ersatzteilkiste geholt. Von daher sage ich mal, unter Vorbehalt zwei Mini-Fehlteile. Aber wenn das nur hier so runde 1x1er sind, kommt jeder, der ein bisschen baut, hat doch solche Dinger in der Ersatzteilkiste liegen. Also von daher völlig unproblematisch. So, aber jetzt Endspurt. Sieh an, es ist geschlossen. Zumindest mal hier an der Seite. Oben ist immer noch alles offen, aber ja, der Bereich hier, der ist jetzt hier reingebaut worden. Und wir schauen uns den einfach erstmal von außen an. Und zwar fangen wir hier unten an. Hier haben wir nämlich eine Feuerleiter rangebaut, die hier hochgeht. Dann könnte man hier rübergehen über diese kleine, ja, über diese Leiter und dann hier natürlich auch ins Gebäude reingehen. Ganz schön dunkel, da muss ich noch Beleuchtung einbauen. Also dann haben wir hier noch mal das Geländer gebaut mit solchen kleinen Roboterarmen und die Feuerleiter geht dann hier noch mal weiter bis hoch aufs, ja, aufs Dach, wenn es denn mal da ist. Und natürlich hier haben wir noch mal so ein Geländer, wo man auch hier noch mal ins Gebäude reingehen kann. Da können wir sehen, was da hinten ja noch alles drin steht. Kennen wir ja schon, unser Computer- und Technikraum. Also Tür nochmal zu. Das sieht ganz nett aus hier mit den Feuerleitern. Sehr schön. Generell wie die ganze Optik hier, auch wenn das hier eine echte Pein ist, diese Verzierungen immer und immer und immer, die baut man ja gefühlt, weiß ich, 100 Mal hier in dem Set. Aber die sehen einfach klasse aus. Aber ich habe mich hier echt ein paar Mal verbaut, Freunde. Ich dachte schon, ich müsste hier hinten in der Ersatzteilkiste rumkramen, aber nee. Ich habe mich einfach nur verbaut. Ich werde langsam hier baublind, wie es aussieht. Und naja, egal. Wir schauen jetzt mal rein, was gebaut wurde. Ja, ist so spektakulär nicht. Die Treppe hatten wir ja schon. Dann geht es hier in den ersten Stock hoch. Dann geht hier die nächste Treppe hoch. Und hier fehlt mir noch eine Treppenstufe. Also einen 1x4er hier in Braun, genau wie hier unten. Den habe ich bisher noch nirgends gefunden. Vielleicht habe ich ja doch noch ein Fehlteil. Ha, wer weiß. Wir warten mal ab. Bis ganz zum Schluss. Wobei, ein Fehlteil habe ich wirklich, muss ich euch gleich noch zeigen. Und dann geht es aber hier nochmal weiter hoch, die Treppe, bis hier in den zweiten Stock. Schönes Geländer und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sehen. Also es ist relativ unspektakulär, ist halt eben ein Treppenhaus. Was soll ich da groß sagen? Aber jetzt muss ich doch mal kurz schauen. Ich hatte ja tatsächlich ein Fehlteil gehabt und zwar das hier. Ihr seht, hier ist rot und da ist grau, denn ich hatte keine 1x2er mehr in diesem dunklen Rot. Ich habe nur noch eine in diesem hellen Rot und ich glaube, das hätte störender ausgesehen, als wenn ich da einfach aus der Ersatzteilkiste so eine graue dann dort einbauen würde. Von daher, das fällt dann von Weitem nicht so sehr auf und da bin ich mir ziemlich sicher, dass, ja, dass mir das Teil fehlt, oder? Ich habe es irgendwo falsch eingebaut, statt einem hellroten, dann ein dunkelrotes, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das passiert sein sollte. Wobei, oh Mann, ich werde verrückt. Schaut mal da unten. Könnte das sein? Könnte das die Lösung sein? Jetzt muss ich doch direkt mal das Ding hier nochmal abbauen. Moment. Oh Gott, ja. Ja, da, ja, da haben wir es doch. Ich werde bekloppt. Doch kein Fehlteil. Ich habe hier falsch eingebaut. Ich habe hier ein dunkelrotes. Das ist ja noch von ganz am Anfang gewesen. Hier unten der Verbannungscontainer. Und da gehört doch das Ding hier rein. Heieiei. Also es fügt sich hier alles zusammen, Freunde. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal den Verbannungscontainer zusammenbauen. Und dann darf ich nochmal, ja, da oben ran. Und das auch nochmal korrigieren. Ja, und dann sind wir schon so ziemlich fertig, aber das Dach kommt ja noch dran. Kann man hier sehen, das wird der nächste Bauabschnitt. Wir sind auf Seite 172 von 189. Genau, 189.
Und da kommt jetzt noch das Dach und noch ein paar Verzierungen. Und natürlich müssen die Geister noch angebracht werden und. Also nur ein bisschen habe ich noch zu tun, aber schaut euch mal an hier. Der Tisch, der hat sich doch deutlich gelichtet. Also ja, ich habe hier bestimmt schon so viele Teile verbaut wie normal in zwei Modular Buildings. Macht echt Spaß. Gut, dass ich das Teil hier noch gefunden habe. Ja, was man alles so hinter der Kamera sieht. So, ich baue jetzt nochmal um und dann kommt das Dach hier drauf, damit es auch nicht reinregnet. Wie ihr seht, seht ihr kein Dach, aber das Dach ist drauf. Da oben ist es. Also, Dach ist fertig gebaut und schaut mal hier, was ich gefunden habe. Ihr wisst ja noch, die vermissten Fenster, die ich hier noch gesucht habe für, wo haben wir es denn? Hier, also hier kann ich ja noch durchgreifen, hier fehlen noch drei Fensterscheiben. Da unten sind die Fensterscheiben drin, da oben fehlen sie. Zwei habe ich zumindest mal gefunden. Ja, das dritte Fensterscheibchen, keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Ich habe allerdings noch hier, ja, genauso groß wie die Fensterscheiben, aber in weiß. Keine Ahnung, wofür die sein sollen. Davon habe ich noch hier so einige drin liegen. Ob ich da was übersehen habe, ich weiß es nicht. Aber wir wollten ja jetzt hier über das Dach sprechen. Und jo, was ist es? Relativ unspektakulär. Wir haben es aus hier den etwas kleineren Platten nochmal zusammengesetzt. Dann hier diese ganzen Schrägsteine an die Seite und verfließt einmal oben rundum. Sieht schön aus, sieht nett aus. Das hier ist dann wahrscheinlich sowas wie eine Klimaanlage oder so, würde ich mal sagen. Hier haben wir so ein Geländer reingebaut und hier, das hat auch eine Funktion, denn ihr seht, wie hier die Haken hier in die schwarzen Teile reingreifen. Und das hält dann hier das ganze Konstrukt ein bisschen zusammen. Wenn man nämlich öffnet und schließt, dann klippt das da so ein bisschen ein. Also von daher ein wenig Funktion ist da auch noch gegeben. Und ich klappe dann eben mal auf, dass man das vielleicht noch mal etwas besser sehen kann. So und so. Und dann sehen wir noch mal hier unten die Platten, wo man erkennen kann, ja, wie das Dach gebaut ist. Also das ist jetzt unspektakulär, da brauche ich euch jetzt hier nicht viel zu erzählen. Platten und dann ein bisschen verstärkt, oben was draufgepackt. Fertig ist die Geschichte und wir haben ein Dach im Hauptquartier. Ja, und das Ganze ist jetzt hier auf Seite 182 so passiert. Das heißt, wir haben noch 7 Seiten vor uns, wo noch ein bisschen Kleinkram gebaut wird. Und dann sind wir fertig. Wahnsinn. Also, jetzt kommt noch hier der letzte Schliff und dann sehen wir uns gleich wieder und gehen nochmal alles wunderbar im Detail durch. Also. Tja, und das war's, Freunde. Ich bin fertig. Nicht mit den Nerven, aber mit dem Set. Ein echt schönes Set, hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr seht, ich habe hier nochmal, auch wenn es nicht passt, das Ecto 1 Ghostbusters Mobil aus dem Reboot-Film hingestellt. Das habe ich ja bereits hier vor längerer Zeit im Kanal gebaut. Das Originale habe ich leider nicht. Das ist schweinemäßig teuer, wenn man es von Lego direkt kauft. Und von Drittherstellern finde ich das einfach nicht. Von daher dachte ich, komm, stelle ich das Ecto 1 mal davor. Einfach, ja, damit es passender aussieht. So, und jetzt gehen wir mal komplett rundherum. Ich habe hier noch die letzten kleinen Details dazu gebaut und schauen wir mal drüber. Direkt hier vorne haben wir natürlich unser Ghostbusters Schild. Hier seht ihr es mit dem Geist vorne drauf. Leider Aufkleber. Die hätte man echt bedrucken können, aber dennoch weiß auf weiß, da fällt es nicht so sehr auf. Das Ganze natürlich hier von beiden Seiten. Also da haben wir schön den Ghostbusters Aufkleber noch drauf. Und dann hier die kleinen Details. Schaut euch mal diese schicke kleine Ampel hier an. Richtig schön gebaut mit drei Rundsteinchen, Rundfliesen hier drauf. Hier aufgehängt an diesem Arm. Und dann hier der flexible Stab, der hier rüber geht, um die Form dann so hinzukriegen. Mit dem Schild natürlich ein Aufkleber One Way. Und dann geht das dann hier runter in so ein Gelenk, wo man dann eben hier das einklippen kann. Und dann steht da eine schöne, schöne Ampel. Echt schick gelöst. Gefällt mir ausgesprochen gut. Nebendran haben wir sogar noch mal einen kleinen Mülleimer. Der ist gebaut aus diesen 1x2ern, ja, wie das sind, Gittersteinchen. Und dann einfach hier noch so ein Steinchen in der Mitte, wo überall Noppen sind. Oben, unten, rechts, links, vorne, hinten. Ja, und schon haben wir einen kleinen Papierkorb, einen Mülleimer noch dazu stehen.
Dann gehen wir mal etwas nach oben. Hier habe ich ein bisschen was abbauen müssen. Ihr seht, hier haben wir die drei Geister, 1, 2 und Mr. Slimer. Und die werden eben so befestigt, dass man hier so eine Einerfliese runternimmt und dann kann man dort dann eben hier diese Transparentstäbe dann einstecken in den Geistern drin. Man kann es hier, glaube ich, gar nicht richtig erkennen oder vielleicht ein bisschen. Da ist so ein Minifigurenkopf in Transparent, zumindest bei dem Geist hier, als auch bei dem Kollegen hier. Auch der hat einen Minifigurenkopf. Da unten kann man ein bisschen sehen, wie er rausschaut, in Transparent, damit man den hier aufstecken kann auf die Noppe. Ja, ansonsten sehen die Kollegen auch ganz geistermäßig aus. Finde ich schön gelöst. Und natürlich hier unser Slimer mit Würstchen. Und ja, die Arme sind jetzt auch dran. Der gefällt mir sowieso richtig gut. Habe ich euch ja schon gezeigt. Also drei Steinchen abbauen, Geister dran bauen und schon ist das Ganze hier fertig. Und ach, hier oben sehe ich gerade, mein Dach sitzt nicht hundertprozentig drauf, da muss ich es nochmal in die Steinchen reindrücken. Also, das sind die kleinen Gimmicks, die wir hier von außen schon mal dran hatten. Und mal ganz ehrlich, die Optik finde ich super. Super toll gelöst mit den schönen Verzierungen. Ganz hier oben angefangen, dann natürlich hier an den Fenstern, die eigentlichen Fenster. Und man kann schön reinschauen. Also gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Auch hier unten das mit den texturierten Steinen, eine prima Sache. Die Anspielung an den Schleim, der hier aus dem kaputten Bürgersteig rauskommt, prima. Hier unten nochmal eine Tür, noch ein Fensterchen. Es macht einfach unheimlich Spaß, sich das hier anzuschauen. Und das gilt auch hier für die Vorderseite. Überall ein paar Noppen, dass man hier auch mal eine Figürchen hinstellen kann, wie hier zum Beispiel habe ich den guten Ray hingestellt, der sich ganz entsetzt hier die Gespenster anguckt, die hier ums Hauptquartier rumfliegen. Und dann hat er hier noch ein Funkgerät von mir bekommen und natürlich den entsetzten Gesichtsausdruck. Weiter hier vorne habe ich mal den Taxifahrer mit falscher Kopfbedeckung hingestellt, der hier schon Richtung Eingang unterwegs ist. Ja, und am Eingang selbst, also die Tore habe ich euch schon gesagt, die sind echt klasse, gefallen mir sehr gut, lassen sich natürlich auch schön öffnen, so dass man dann in das doch etwas dunkle Interieur reinschauen kann. Aber das werde ich auch noch ändern, Freunde. Ich habe nämlich ein Lichtset, das man hier noch reinbauen kann. Das werde ich auch noch tun, aber dazu später. Dann haben wir hier nochmal ein Schildchen, ich sag mal einen Briefkasten. Dann hier die Signallichter, einmal rechts, einmal links. Unser Ghostbusters-Schild 16001 Firehouse, dann die etwas merkwürdigen Sterne, die ja noch dran gebaut sind. Und dann geht es auch schon höher an das große Fenster, wo das Schlafzimmer der Ghostbusters dahinter liegt. Und da habe ich mal die Dana Barrett reingestellt. Also da bekommt man schon Angst, wenn die so da steht und runterguckt. Und dann geht es auch mal weiter hoch. Hier oben in den zweiten Stock auch da schön die Fenster. Alles noch sehr dunkel. Ich muss da echt noch Licht einbauen. Und dann landen wir hier oben auf dem Dach. Drehen wir das Ganze nochmal zur Seite, die geöffnet werden kann. Dann haben wir einmal, ja, was das hier genau sein soll, bin ich mir etwas unsicher. Wahrscheinlich eine Klimaanlage oder so. Aber auch hier nochmal die Fensterchen schön gebaut und die ganzen hier Verzierungen, die echt beim Bauen irgendwann keinen Spaß mehr machen, aber vom Endeffekt einfach super aussehen. Dann natürlich die Feuerleiter, die hier hochgeht und die nächste Feuerleiter, die hier bis aufs Dach hochgeht und auch hier oben am Dach nochmal eingeklippt wird, hier an den beiden Haken. Und dann drehen wir noch eine Runde und kommen ja zur hässlichen Seite. Also hier wurde gar kein Augenmerk auf irgendwas gelegt, sondern die soll man wohl einfach an die Wand stellen, die Seite hier. Schade. Hätte doch jetzt wirklich keinem wehgetan, wenn man die auch noch ein bisschen schön gemacht hätte, so wie die anderen Seiten. Aber naja. So ist es eben, eine hässliche Seite muss wohl dabei sein. Jetzt will ich mal noch schauen, passt denn hier unser Ektor 1 überhaupt in die Feuerwache rein? Und ja, von der Breite her passt es, aber wenn ich dann mal reinfahre, dann ist ja an dem Punkt Feierabend. Also Breite und Höhe würden passen, aber ja, das Ganze ist nicht tief genug. So viel nur dazu. So, dann wird jetzt hier mal aufgeklappt, denn eigentlich passiert ja alles erst hier drin und das Aufklappen geht super. Also richtig gut. Auch nochmal hier die Grundplatte. Ihr seht, die steht hier immer noch ein klein wenig hoch. Also es hat sich nicht 100% gesetzt, aber mal ganz ehrlich, damit kann ich leben. Das ist dennoch für einen Dritthersteller eine insgesamt sehr, sehr gute Qualität, die hier abgeliefert wurde. Da habe ich mit Schlimmerem gerechnet und echt gut. Und gefehlt haben im Prinzip nur drei Steinchen, zwei kleine Einer-Rundfliesen und ja, hier eine Treppenstufe. Ansonsten war hier alles dabei. Bei über 5000 Teilen
Sehr gute Leistung. So, schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt alles hier unten drin? Also einmal die Tore. Hier ist Sektor 1 ja reingefahren. Ich fahre es mal wieder raus. Dann seht ihr, welchen Platz wir hier haben beim Eingangstor. Hier unten mit den Zeitschriften, den Boxen und hier nochmal die Glocke, die Alarmglocke, wenn mal wieder ein Einsatz kommt. Sehr schön gemacht. Fenster und hier oben, da sind die Lichter. Da habe ich so ein Set, Freunde, da kann ich richtige LEDs einbauen auf allen Etagen. Dann haben wir dort eine schöne Beleuchtung drin, da bin ich auch schon gespannt. Die gute Janine habe ich hier an ihren Schreibtisch gesetzt. Natürlich, da geht es hier weiter. Und dann habe ich hier den guten Winston, genau, der ist hier unterwegs mit einer vollen Geisterfalle in Richtung Verbannungscontainer, den wir hier sehen. Und dort werden die Geister dann eingesperrt. Auch da nochmal rot und grün als Lichtchen mit dabei. Und dann sind wir ehrlich gesagt im Erdgeschoss schon fast fertig, aber nur fast. Denn hier hinten geht es ja noch zu den Spinden, wo jeder sein Namensaufkleberchen drauf hat und wo man dann auch hier unten die Protonenpacks reinpacken kann. Daneben haben wir noch eine schöne Säule und ja, die Stange, die wurde nämlich auch noch eingebaut. Da seht ihr sie, die Feuerwehrstange und die hat ein richtig schönes Play-Feature. Ihr seht, ich habe hier schon mal Peter Venkman drangehängt und wenn ich mit ihm jetzt nochmal hochfahre und ich lasse ihn mal runter, ja, dann geht das durch diese Spirale, die dreht sich dann nämlich hier auch, macht einen richtig schönen Abgang. Also das ist doch mal nett gelöst. Ja, Play-Feature, schön. Also eine schöne Feuerwehrstange, auch noch, die bis ins Erdgeschoss geht. Dann gehen wir doch mal hoch, würde ich sagen, und zwar hier die Treppe hoch in den ersten Stock. Da haben wir einmal hier das Treppenhaus, das ist unspektakulär, aber dann geht's los. Ich glaube, ich muss mal das Lichtchen einschalten. So könnt ihr das besser sehen, denn hier sind wir in der Küche gelandet. Die Küche, ich habe es im Detail ja schon gesagt, mit ganz, ganz vielen kleinen Details. Auch hier kommt dann in die Lampe eine LED später noch rein, mit den Tischen, dem tanzenden Toaster, wo lauter Schleim drin ist. Hier hinten dem Gefrierschrank, der Spielkonsole, dem Kamin. Richtig, richtig schön. Dann hier die Durchgangstür, die dann, da kommt man jetzt relativ schlecht hin, die dann hier ins Schlafzimmer führt mit den drei Betten, der Lampe und dem Nachttisch und ja, mit der Dana Barrett, die böse rausschaut hier in meinem Fall. Und dann können wir noch mal eins weitergehen und landen im Badezimmer mit ebenfalls Schleim, der ja hier aus dem Klo rauskommt. Waschbecken, Klopapierrolle, Spülkasten, einem kleinen Spiegel, der allerdings nicht wirklich viel spiegelt. Und ja, hier noch der Dusche inklusive Duschzeug und Warm-Kalt-Regler. Ja, also sehr schön, sehr, sehr viele kleine schöne Details hier an der Seite. Hier ist dann eben mal gar nichts zu sehen. Von daher gehen wir nochmal rüber ins Treppenhaus, gehen noch eine Etage höher und da habe ich mal den Bibliotheksgeist reingestellt. Da ist auch immer die Tür, die hier zu den Feuerleitern rausführt. Und dann landen wir hier in dem ja, wissenschaftlichen Bereich, wo wir ja auch eine Menge sehen können. Einmal hier der Computer, hinten irgendwie was Elektronisches, dann die ganzen Regale mit dem ganzen Kleinkram, der da drin steht, der Schleim unter der Kuppel. Und ach, schaut es euch an. Es ist einfach schön. Es macht Spaß, da hinzuschauen. Auch hier die Zeitschriften. Und hier das Reagenzglas mit dem Schleim drin. Da hinten haben wir nochmal einen Monitor stehen, wo man was drauf sieht. Ghetto Blaster. Hier das Spiel mit den Darts. Also so viel, was sie hier reingebaut haben, die Lego-Designer. Da haben die echt mal richtig gute Arbeit geleistet. Auch hier der Billardtisch, den finde ich ja sowas von schnucklig gemacht. Da erkennt man aber auch sofort, was es sein soll. Hinten nochmal leider hier mit Aufklebern, aber sieht dennoch ganz gut aus, die Karte. Die Billardköse hinten an der Wand. Und dann hier nochmal die Fensterfront und noch ein kleines Regal an der Seite. Und wenn wir noch weiter rüber schwenken, haben wir hier das Fotostudio mit ein paar Bildern an der Wand. Und hier dem Fotoentwicklungstisch mit Bunsenbrenner, einem Behältnis, einer Lupe, einer Kamera. Und dann geht es nochmal eins weiter rüber und wir landen hier ja in dem Bereich, wo es zur Rutsche geht, mit einem Feuerlöscher. Safety first. Also da ist verdammt viel los, das sieht man schon, wenn ich hier rausschwenke. Ein richtig schönes Puppenhäuschen, kann man dazu sagen, mit ganz vielen liebevollen Anspielungen an diese Filme. Und ich liebe ja die Filme, vor allem den ersten, fantastisch. Ich freue mich schon tierisch auf den dritten Teil und hoffe, dass alle noch lebenden Schauspieler dann auch wieder mit dabei sind. Denn ja, alle leben ja leider nicht mehr.
Der Schauspieler hier vom Egon Spengler, der ist ja leider schon verstorben, aber Dan Aykroyd ist dabei, der gute Winston ist dabei und ich hoffe auch hier unser Peter Venkman wird nochmal seinen Auftritt haben. So Freunde, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet und habe euch das Set gezeigt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Es ist wirklich ein super Set, also man hat eine ganze Weile Bauspaß hier dran und das Ergebnis, das macht auch richtig, richtig Laune. Natürlich das Original Lego Set heute nur noch sehr, sehr teuer zu bekommen, da ist ja nicht mehr hergestellt wird. Von daher absolute Mondpreise von um die 500 Euro. Aber wer sich hier den Nachbau kauft für, ja, ich sag mal so um die 100 Euro, der kann hiermit richtig viel Spaß haben. Also mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, jetzt kriege ich hier gerade was nicht mehr richtig zu. Was ist denn da los? So und so muss es sein. Also ich hatte richtig viel Spaß damit und habe hier meinen Urlaub mit Schlechtwetter bestens rumbekommen. Wenn euch das auch gefällt, ich verlinke euch das alles, wie ich das finde, hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Und wenn ihr noch mehr Lego- und Klemmbaustein-Sets sehen wollt, checkt mal meine Playlist aus. Lego, Leppin und Co., denn ich bin hier passionierter Suchtbauer mittlerweile und teile das natürlich auch gerne mit euch hier auf YouTube. So, das wäre es gewesen, Freunde. Teil 3, das Ghostbusters Feuerwehrhauptquartier, ist fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.